Hallo Leute! Heute ist Nacht, aber spielt keine Rolle, denn wir sind auf dem Weg ins Nether, wo wir eine Goldbörse bauen. Denn wir haben ja eine Goldfarm da oben. Aber die brauchen wir derzeit eigentlich eher als XP-Farm. Und darum wollen wir hier unten eine Goldbörse bauen, so dass wir die das Gold dann auch eintauschen können, ohne dass wir hier gleich in Lava sterben. Aber ich muss zuerst etwas Platz schaffen hier unten, bevor wir dann so richtig loslegen können. Wir brauchen etwas Platz hinter den Kulissen. Ich denke, das sollten in etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben dann Kisten. Hier. Hier. Und dann haben wir da Platz für einen Filter. Wir können noch etwas nach hinten gehen. Und das ganze 12 Set an Kisten in dieser Reihe und dann 12 in dieser Reihe und dann hier vorne werden wir Quarz verwenden, so dass wir einen schönen Kontrast zwischen schwarzem Blackstone und weißem Quarz haben. Und das Ganze sollte spawnproof sein. Zumindest vorerst mal noch nach hier vorne offen, bis ich das Ganze fertigstellen kann. Aber ich denke, ich mache mal hier die unterste Ebene rein. Und die Kisten, die sind natürlich dann als Lager für die Items aus unserer Goldbörse, und da brauchen wir einen Sorter, der hinten rangeht. Ich denke, den kann ich auch schon mal platzieren, denn das ist das gleiche Schema, wie wir oben schon bei der Goldfarm haben, einfach dass wir hier unten etwas mehr Items sortieren als nur Golden Ingots und Golden Nuggets. Der Teil, der etwas Konzentration braucht bei diesem Bau, ist fertig. Und wie ihr sehen könnt, hier auf dieser Seite haben wir die Monstrosität, welche aus dem Dropper da oben die Items ausspuckt und dann hier über diesen Eispfad übers Eck das Ganze verteilt, und das ist effektiv dasselbe Setup, wie wir auch da oben schon haben, nur dass wir da hinten noch um ein Eck gehen. Und was wir sicherstellen müssen, ist, dass wir da ums Eck haben wir wieder das gleiche Setup, aber wir brauchen das Ganze etwas zeitversetzt, so dass die Items nicht dann ankommen, wenn das Lime-Block draußen ist. Denn dann würden sie zuerst gestoppt und nicht weiter
gestoßen. Nun schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Wenn ich hier einschalte, dann sollten wir hier was bekommen. Genau. Wunderbar. Und alles, was jetzt noch fehlt, ist die effektive Börsenplattform, die wir da etwas oben machen werden. Und wir haben insgesamt 3 Hopper, die hier in den Dispenser reingehen. Und wenn wir pro Hopper 2 Piglins rannehmen, dann können wir 6 Zellen machen für die Börse. Ich denke, hier gibt es dann so eine Treppe, wo wir bis da hoch gehen und dann irgendwie wieder zurück. Ich denke, es macht Sinn, die Treppe zuerst machen, bevor ich mich da ums Setup dann kümmere, weil dann weiß ich auch, wo der Raum hin muss. Der mühsamste Teil ist nun auch erledigt, die Piglins hier in die Zellen reinzubringen, ohne dabei zu sterben. Und wie ihr sehen könnt, gibt es auch schon ein bisschen Dekoration. Hier oben Kisten, wo wir das Gold reinlegen können. Hier auf dieser Seite gibt es 2 weitere Zellen. Und was jetzt noch zu tun ist, ist hier einen Mechanismus anzuschließen, mit dem wir die Dropper anschließen können, powern können, so dass dass das Gold auch in der richtigen Frequenz ausgestoßen wird. Und ich denke, dafür mache ich hier auf dieser Seite einen On-Off-Knopf und dann hier irgendwo eine ISO-Hopper-Clock, weil da können wir ideal schauen, dass wir die richtige Frequenz haben. Der letzte Redstone-Teil ist nun auch vollständig und das Ganze ist hier schon ziemlich im Netherrack eingebaut, denn ich möchte nur ungern, dass hier oben was spawnt. Hier auf dieser Seite ist der On-Off-Switch, welcher diesen Redstone-Block vor und zurück bewegt und dadurch diesen Hopper blockiert, was den ISO Hopper Clock stoppt. Das heißt, ich kann hier auf dieser Seite zumachen und alles, was es jetzt wirklich noch braucht, ist das Ganze etwas aufhübschen. Nun, das sieht ja schon ganz ansehnlich aus. Allerdings, um die letzten Feinheiten zu installieren, fehlt mir auf der einen Seite Quarz und auf der anderen Seite Blackstone. Und die Filter sind auch noch nicht eingestellt. Das heißt, wir haben da noch ein klein wenig was zu tun, aber das ist ja nicht die letzte Folge. Wir müssen auch für nächstes Mal noch was zu tun haben. Also bis dann und tschüss!